Hawaii-Literaturgeilheit. Jawohl. Okay. Okay. Die Band selber hat sich gegründet, ursprünglich in den 50er Jahren. Das waren die legendären Hula Hawaiians von Basel. Und die haben gespielt bis vor, jetzt vor 10 Jahren haben die gespielt. Und dann hat sich der Club aufgelöst. Und ich bin früher schon dazugekommen als Hawaii-Gitarrist. Und der Club eigentlich selber besteht 40 Jahre. Die Hula Hawaiians, die damaligen, die mussten aus Krankheitsgründen und weil zwei Mitglieder gestorben sind, sie mussten aufhören. Ne? Und da war ich schon lange Mitglied. Ich komme auch selber schon 40 Jahre da runter. Aber als Musiker bin ich jetzt 20 Jahre da unten. Und damals in den 50er Jahren war die Hawaii-Musik sehr beliebt. Und da haben sich halt welche dafür interessiert und haben auch Bands gegründet und haben die Hawaii-Musik angefangen zu pflegen hier in Europa. Ne? Hawaii-Gitarre, das gibt ein spezielles Slang. Das kann man, es klingt exotisch. Viele, wenn sie es hören, für die Jungen sind es sphärische Klänge, wo faszinieren, für die Älteren Gäste oder Menschen ist es noch Erinnerungen an die 50er Jahre, das um Romantik gegangen, Heimweh, das Traumstrände. Ja, wir sind sechs Musiker. Ja. Und zwei davon sind noch von den legendären Hulas aus den 50er Jahren dabei. Wir wollen, solange es geht. Und das hoffen wir, dass es noch lang geht. Wie lang weiß man nie, was alles kommt. Die damaligen Hulas haben krankheitshalber oder durch Sterbefälle müssen aufhören. Wir sind auch nicht die Jüngsten. Es ist alle so ab der 65 gegen die 70. Irgendwann, ich glaube, wenn wir aufhören werden, wird der Club nicht mehr existieren. Glaube ich nicht. Also, ich kann mir es jetzt im Moment nicht vorstellen. Ne? Wegen dem halten wir die Fahne hoch, solange es geht.